Name your game. Hier sind noch ein paar Dinge. Starten hier und arbeiten uns dann nach längs vor. Ich kann sie für dich anfeuern. Los, macht schon, ihr schafft das, Leute. Funktioniert nicht. Wir müssen wohl warten. Der ist so sarkastisch, das gefällt mir. Hä? Achso. Es buggt ein bisschen rum. Ich will ja das hier untersuchen. So, das also, ist er. Hast du für nach dem Camp schon irgendwas geplant? Schule? Weiß noch nicht. Verstehe. Freundin? Ich stehe auf Männer. Nein, eher nicht. Dann Freund? Hä? Eher schon. Freier Geist. Cool, ja. Ich auch. Sind die Handys funktionsfähig? Sicher noch ein bisschen laden. Wissen wir nicht. Okay. Achso, das hatten wir schon. Ja, ja. Klaro, Boss. Hier noch was? Jo, Meister, gib mal die Schlüssel. Damit du rumstöbern kannst. Was ist das für eine Tür? Privatbereich? Jetzt wird's interessant, glaube ich. Hahaha. Komm, was soll schon passieren? Bist du kein bisschen neugierig? Ich fasse auch nichts an. Klar. Gut. Aber wehe, wenn nicht. Fass nur dich an. Ich spreche nichts, aber. An die Latte. We got it. Du redest Blödsinn. Oh. Frische Sachen. Mr. H weiß, was er mag. Ja, ganz sicher. Wow, da ist... Yo. Hey, vielleicht sollten wir... Oh. Was ist das denn? Ryan? Diese Monitore, das ist das Camp. Scheiße, der überwacht ist der alles. Ist überwacht? Nein, nein. Doch. Ich meine, nein, nein, das kann ich. Das sind nur... Das sind Waldwege im Bereich des Camps. Sicher. Spiel mal ein paar Aufzeichnungen ab. Die meisten Kameras sind vom Camp weggerichtet. Er spioniert nicht die Kids aus, sondern beobachtet Sachen im Wald. Das sind einfach normale Wildkameras. Was sind Wildkameras? Die stellt man auf... Um weirden Kram zu filmen. Okay, ja, und was? Wie Bigfoot und so, na, solche Sachen halt. Okay, ab sofort nenne ich Mr. H statt super creepy Perversling mit Kamera, dann also voll verrückter Verschwörungsjäger. Allerdings ist Bigfoot keine Verschwörung. Okay, klar. Den gibt's. Dann mit angehender Kryptozoologe? Hey, vielleicht kannst du ihm deinen Podcast empfehlen. Sicher, ja. Guter Vorschlag. Okay, nur warum macht man sich dann die Mühe, den Raum... zu verstecken. ...in einem Kleiderschrank zu verstecken? Also... Darauf hat er auch keine Antwort. Er ist nur hinter so... einem Kleiderschrank. Ja, das ist, was ich meine, Ryan. Das ist weird. Mega suspekt, ich Mann. Ich widerspreche dir ja nicht, Mann. Ich wette, da ist was nicht ganz koscher. Dylan, okay. Das geht uns nichts an. Und wenn es dich wirklich interessiert, dann frag ihn halt morgen. Ich bin sicher, das wird ein spannendes Gespräch, ha? Frag ihn. Okay, ja, mach ich vielleicht. Vielleicht. Na dann. Mir reicht's mit diesem Versteck. Viel Spaß. Hey, aber du gibst zu, dass es ein Versteck ist. Wir schnüffeln weiter.
Geh nochmal zurück. Ein SM7B. Hier liegt ein Schlüssel. Was war das? Wow, das ist creepy. Wird schon nicht sein. Ein paar Briefe. Ich glaube, die muss ich mir noch mal genauer angucken. Achso, die wurden nie abgeschickt. Darum geht's. Ist ja jetzt gut, das abzufotografieren, dann wissen wir genau, wo wir hingehen. %32 und %38. Na, immerhin. Mach die Sachen wieder zu. Siehe. Wow, ein paar von den Sachen sind ganz schön heftig. Ja, geh da lieber nicht dran. Ah, ist unspannend. Schmerzmittel. War's das? Eine Gitarre. Kannst du spielen? Bisschen verstimmt das Ding. Hier schläft er. Da muss hier noch ein Geheimnis sein. Was meinst du? Wenn im Herbst die Schule losgeht, weißt du schon, was du als Hauptfach nimmst? Weiß noch nicht, Mann. Darüber kann ich jetzt noch nichts sagen. Hast du noch nicht entschieden, was du mit deinem Leben machst? Ey, sind die Handys voll? Voll noch lange nicht. Nice. Voll geladen. Ja, voll, ja. Haben wir was vergessen? Geh nochmal hier. Diesen Raum. Nee, da haben wir doch nichts vergessen, oder? Geht's nicht weiter, nee. Das Schlafzimmer kommt mir so vor, als würde das noch ein Versteck bereithalten. Gibt's ja nicht. Nee, sonst gehen wir nachher zur Party. Was ist das? Nee, hier auch noch was. Hinweis entdeckt. Kapitel 2, Chris Hacketts Büro. Der noch jünger aussehende Campleiter Chris Hackett mit seinen beiden Kindern Caleb und Kaylee. Sie sehen glücklich aus. Kaylee und Caleb Hackett. We're the kids, huh? Ich mag sie. Nee, ja, hier stimmt doch auch, was nicht. Aber sie sind ziemlich eigenbrötlerisch, huh? Auch noch was. Na hallo, was ist das? Hörst du das? Ist das eine Falltür? Das
Sie führt wohl in den Keller. Tja, Schätze, sie führt wohl in den Keller. Vielleicht fliegt man da runter. Warum sollte Mr. H eine geheime Falltür zum Keller in seinem Büro haben? Um jemanden zu trappen. Vielleicht gab sie schon, bevor es sein Büro war. Er ist älter als der Tod, das war schon immer sein Büro. Ist wahrscheinlich ein Lager. Ja, oder er braucht einen Fluchtweg, wenn man ihn irgendwann erwischt. Okay. Oder es ist ein Lager. Mach sie doch auf. Okay, tja, sieht aus der Schlund der tiefsten Hölle, also... Ganz schön theatralisch. Geh runter und guck, du passt da bestimmt durch. Sicher nicht. Na, gehen wir nicht rein. Das sieht falsch aus. Andererseits will ich gar nicht wissen, was Mr. H so treibt. Geheimnisse sind sexy. Oder hätten wir reingehen sollen? Wir hatten ja das Versteck mit der Kamera schon gefunden. Ist der bequem, so ein will ich auch. Du kannst nur hoffen, dass Mr. H nicht mitkriegt, was du hier mit seinen Sachen machst. Hast du Angst? Lingelingeling. Oh, sorry, Mann. Ich geh mal ran, einen Moment. Hallo, Hackett's Quarry Sommercamp. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Was kann ich an diesem wundervollen Sommertag tun? Oh, jetzt kommt's. Wen wolltest du nachmachen, Mr. H? Ja. Ja, ich. Sie haben völlig recht. Er muss wirklich netter zu Dylan sein. Und, was noch? Also, er soll Dylan auch seine Nummer geben. Naja, das ist schon recht forsch, aber ich seh mal, was sich machen lässt. Smart. Was haben wir denn da? Oh, Laura Kearney und Max Brindley. Oh ja, das sind die, die nicht aufgetaucht sind. Ja, wegen oder verschwunden sind. Doppelt so viel arbeiten. Betreuerverzeichnis. Eine Liste mit den Namen der Betreuerinnen und Betreuer. Es wird hier auch schon gegendert, sowie persönlichen Angaben und ihren Aufgaben im Camp. Zwei Namen sind durchgestrichen. Laura Kearney und Max Brindley. Wieso sind sie nicht aufgetaucht? Was fehlt uns denn noch? Nee, wir gehen jetzt. Genug rumgeschnüffelt. Hey, hab ich dir erzählt? Mann! Unterbrich mich doch nicht. Okay. Es fehlt mir immer noch was. Okay, die Handys. Nice. Vollgeladen. Gehen jetzt zur Party. Okay, cool. Gehen wir. Das hätte jetzt auch das ein oder andere Prozent mehr aufladen können in der Zwischenzeit. Danke. Uhr, 22. August. Nick Hackettwälder. Mit Mr. H's Kettensäge wäre es einfacher. Ohne Kinder ist das hier draußen eigentlich echt schön. Manchmal unausstehlich, was? So kinderlieb, ja. Ne? In deinem Markus sind sie immer still und hören zu. Ja, das interessiert die auch. Nur im Vorbeigehen. Naja, komm, Kunst, gib's doch zu. Ganz weit außerhalb. Oh ja, nun, ich kenne Abkürzung, die dran vorbeiführt. Ja? Welchen Weg nehmen wir? Du darfst entscheiden. Links oder rechts? Ich weiß es nicht. Schattenlichtung, komm. Also hier lang. Das
Felspfad erscheint mir. Oh shit. Ach, war doch nichts. Oh mein Gott, alles okay? Alles okay. Mann, hey. Diese Jumpscares. Komm, ich helf dir. Das ist immer so eine emotionale Achterbahn zwischen es geht gut und es geht schief. Sind wir vom richtigen Weg abgekommen? Oder sind wir noch auf dem Pfad zum Glück? Müssen wir denn hin? Ich will diese Kiste looten. Blockier mich nicht. Hinweis entdeckt. Ranger Box. Eine unverschlossene Kiste im Wald. Darin befinden sich Kleidung zum Wechseln, Wasser und Proviant. Vielleicht für Ranger? Gibt es in diesen Wäldern überhaupt Ranger? Oh. Eine Vorratskiste für Ranger oder so, wenn sie draußen im Wald sind. Nackte Ranger? Sieht fast so aus. Ich kenne die Abzeichen. Die waren bei Mr. Hackett auf der Jacke. Vielleicht ist das auch seine Jacke. Oder das ist ein Fake-Teil. Noch wissen wir es nicht. Ich will nach hier rüber gucken. Muss ganz in der Nähe sein. Oh, ich weiß, wo wir sind. Echt? Ich wollte ja noch den anderen Zaun erkunden. Sicher. Hoffentlich haben wir noch die Gelegenheit dazu. Das war so blau und einladend. Weiß ich jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Okay, nur malen. Der Ausblick ist... wundervoll. Aufrichtig. Wow, Abby, das ist echt gut. Nein, nein, das ist nichts. Nein, glaub mir, ich mein's wirklich ernst. Das sind nur grobe Skizzen, aber sie helfen mir, mich später besser zu erinnern. Tattoo hat die auch noch. Wirklich cool, wie gut du dich selbst kennst. Ja. Gut möglich. Ich meine, nicht jeder weiß, wo seine Stärken liegen, verstehst du? Vielleicht hat sie noch mehr Stärken. Ich meine, kann sein, ich weiß. Find's heraus. Nur nicht welche. Du findest es raus. Sprich mir doch nicht alles nach hier. Was war das? Der Sonnenuntergang ist da, die Nacht naht, wir müssen zurück. Hey, hörst du das? Ist vermutlich nichts. Nein, hör mal, da ist irgendwas.